Konnichiwa, meine Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Assassin's Creed Syndicate. Sie möchte irgendwas von uns und ich will mit ihr reden, aber. Hallo? Kann ich nicht mit dir reden? Doch hier sprechen. So ganz komisch gerade. Hallo? Ich finde es ganz wundervoll, was Sie für uns Kinder getan haben. Willst du damit sagen, dass ich ein Held bin? Wir gaben alles, was wir konnten, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Danke, Clara. Oh, wie süß. Sie wollte einfach nur Danke sagen. Oh. Zeig mal her. Was macht ihr da? Du sagst uns, wo Bronson hört. Das war ja süß eben. So. Ah? Ach so, das sind dann bestimmt alles, die wollen uns alle Danke oder so sagen. Wo ist denn eigentlich unser Zug? Unser Zug. Wo ist denn der? Hallo? Keine Ahnung, wo der jetzt hier rumdüst. Hello? Ach, ich glaube, ich mache erstmal eine Schnellreise zu Everline, der Verrückte. Vielleicht bedankt er sich jetzt auch. Wir haben eigentlich auch die ganzen Sachen da erfüllt. Es läuft irgendwie wie so ein Gangster. Ich bin Ivy. Ich habe London erobert. Ich bin die Toughste. Oh weia. Könnte man aber denken, so wenn sie so läuft. Der Blick auch so irgendwie so voll skrupellos. Fähigkeiten von einem Assassin hätte, jetzt so wie im Spiel. Ich würde mich trotzdem nicht trauen, so runterzuspringen. So, ich muss jetzt natürlich wieder einen neuen Anker hier setzen. Ach, halt deine... Na los! Schneller! Dann fahren wir zu Eveline. Ich hoffe, ich überfalle nicht, wenn er da unten steht. Ja, auch nicht so praktisch. Ruhig. Der ist im Gebäude. Oder hier hinten irgendwo. Hallo! Na du? Oh, Freddy. Ich habe Sie kaum erkannt in der Polizeiuniform. Sie haben sich fein rausgeputzt. Ich wollte Ihnen für Ihre Hilfe bei der Kopfgeldjagd danken. Wirklich sehr beeindruckend, was Sie erreicht haben. Und ich wünsche Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft. Okay. Er war ein bisschen enttäuscht, weil er wahrscheinlich nicht diese Arbeit leisten konnte, was wir alles getan haben. Ach je, das ist ja schon. Und Ivy, wie sie so gezwinkert hatte. Interessant. So, gibt es hier noch irgendwelche, die sich bei uns bedanken möchten? Ich nehme gerne an. Was ist das hier? Henry Green. Alles klar. Als Dank steigt er mit Ivy ins Bett. Oh, ich dachte, ich habe hier Platz für eine Kurve und dann stehen die hier alle. Ja! So, bis wir da sind. Oh, das sind ja ganz schön viele Meter. Dann kann ich ja erstmal hier alles kaputt machen. Schneller! Hallo!
Was soll's? Ist ja nicht meine Stadt. Okay, doch. Okay. Haben wir sie ja erobert. Ups. Dann verschönern wir sie einfach. Sorry. Aber man kann hier schwer bremsen, würde ich mal sagen. Wow. Aufpassen, ich will doch nur diese Dinge, weil es so viel Spaß macht. Aber ganz schön viele gibt's hier. Oh, immer die, die im Weg kommen hier. Das ist ja schön, dass es die ganze Zeit hier gerade ausgeht. Jetzt kommt eine Kurve aber. Noch eine Kurve. Das arme Pferd tut mir auch gerade leid. Wir sind aber gleich da. Mit euer instabiles Gebiet hier. Und tap. So, wir müssen jetzt hier irgendwie rein. Das ist ja der Bahnhof. Wahrscheinlich ist da auch unser Zug. Darum habe ich den nicht gesehen. Jetzt muss ich wieder den Eingang finden. Das ist immer ziemlich stressig hier. So ein Riesengebäude und die Eingänge sind alle so klein und versteckt hier irgendwie. Komm ich da vielleicht rein? So in dieser kleinen Lücke. Du sollst nicht zu weit nach oben, Mädel. Ja, lass jetzt Zeit mit dem Runterspringen. Ah, es sieht doch schon vielversprechend hier aus. Okay, ihr wollt es also hier am Bahnhof treiben. Sind beide hier. Oh nein, ich habe bitte. Etwas für Sie. Das ist wirklich nicht nötig. Mehr Geschenke? Sie verwöhnen mich. Die Anzahl der Templer schwindet und ich gebe es ungern zu. Aber die Rogues gedeihen. Hast du das gehört, Evie? Gedeihen? Ihre Zeit in London war nicht verschwendet. Ich bin stolz auf Sie. Okay, das war's. Ich fühle mich so angeschleimt gerade. Wow. Okay, dafür habe ich jetzt den Weg gemacht. Interessant. Warum dauert es jetzt so lange? Ist die Sequenz jetzt hier... Wahrscheinlich ist jetzt die Belohnung für die beide sehr extrem. So, was habe ich denn jetzt für eine Belohnung gekriegt? Hallo? Die sagen, die geben uns eine Belohnung und dann kriegen wir irgendwie gar nichts. Schämt euch. Schämt euch, uns so zu belügen. So, was ist das? Alter, die gibt's ja immer noch. Die geben nicht auf, kann das sein? Die hören echt nicht auf, uns irgendwelche Aufträge zu geben. Warum? Leute, man geht in den Ruhestand oder so oder macht weitere Forschungen. Erfindet neue Sachen und was weiß ich. Die sind wirklich ganz schön hartnäckig. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun hier in London, oder? Schöne Infos, die da rechts so stehen. So ein bisschen Informatives.
So, mal sehen, was die zwei schon wieder von uns wollen. Tut das nicht eigentlich weh? Das müsste eigentlich voll klatschen. Bei der Höhe, dann wird man noch immer schneller. Ich laufe hier gerade, also. Ach, du schon wieder. Ach, jetzt muss ich mit dem hier rumspielen. Oh nein. Der ist nervig. Erinnern Sie sich an die junge Dame, mit der ich verlobt war? Bevor ich meinen Tod wollte, um zu sehen, was für eine Frau sie ist. Nun, es gibt Neuigkeiten. Ich bin in sie verliebt und beabsichtige, sie zu ehelichen. Und dabei brauche ich ihre Hilfe. Ja, toll. Ich habe auch schon einen Plan parat. Sie spielen einen Kriminellen und entführen sie. Dann bringen sie sie dorthin, wo ich auf sie warte. Was? Ich springe aus einer schattigen Ecke, schlage sie zusammen, rette damit ihr Leben und gewinne ihr Herz. Haben Sie das gut durchdacht? Ganz genau. Er will... Nun setzen Sie mich an irgendeinem verkommenen Ort ab und ich bereite einen Hinterhalt vor. Irgendwo in Lambeth wäre passend. Du willst mich doch verarschen. Du willst uns zusammenschlagen? Du weißt schon, dass Ivy eine Frau ist und wenn du eine Frau zusammenschlägst, das sieht ein bisschen brutal aus, weißt du? Du hast recht. Ist ja nicht dein Ernst, Alter. Wie soll sie jetzt... Warum sollen wir diesen Kack machen? Weiter so. Das wird reichen, verkommen genug. So ist nun recht. Entführen Sie sie. Sie ist an der Waterloo Station, glaube ich. Oh, und passen Sie auf, dass Sie Ihre Rolle gut spielen. Alles klar, jetzt sollen wir den Bösen hier spielen. Na los. Alter, was tut er der Frau an? Er sagt erstmal, ihr Verlobter ist tot. Er wurde im Fluss gefunden. Weiter so. Und jetzt soll ich sie entführen. Was macht er damit der? Die wird ein Psycho-Ding weghaben bald. Nur weil er als Held dastehen will. Gut so. Das kommt doch irgendwann raus. Sie wird doch herausfinden, dass er das ist, der Verlobte, der nicht wirklich tot ist. Totes Mädchen. Oh mein Gott, ey, der Typ ist doch. Sitzt sie vielleicht dann zufällig in der Kutsche oder? Ganz ruhig. Ich verdeck mal unser Gesicht hier. So, sie ist da oben. Mann, was wir hier für Scheiße machen müssen. Wer kommt auf diese Ideen? Ich soll beim lebenden Ziel bleiben. Ja, Entschuldigung, ich muss ja irgendwie reinkommen. Kann ich einfach die Fenster hier kaputt machen? Komm ich denn jetzt hier rein? Verdammte Scheiße! Die heulen noch gerade rum, dass ich in der Nähe des Ziels bleiben soll. Ich muss ja erstmal hier reinkommen. Ist doch alles zu. Was ist denn dieser Kackeingang? Ich muss da vorne bestimmt irgendwie rein. Doch nicht. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Wie soll ich denn da hinkommen, wenn ich nicht irgendwo reinkomme? Was ist denn das für eine dumme Aktion jetzt? Das ist ja richtig bescheuert. Muss man das jetzt verstehen? Wenn ich nirgendwo reinkomme und ich muss bei dem Ziel bleiben, ja, was soll ich denn machen? Soll ich denn da stehen und Tee trinken, bis sie mal ihren Arsch runter bewegt? Was sie eh nicht macht. Oh, ist das bescheuert. Ivy, guck mal ganz böse. Nicht weggucken, du sollst böse gucken, hallo.
Na, jetzt bin ich aber gespannt, wo ich jetzt hier wieder anfangen soll. So, wie soll sie aufspüren? Das mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte erstmal hier rein. Ach, Mensch. So, die ist da oben da irgendwie gewesen. Da ist sie. Ich fasse es auch nicht, dass du sowas machst. Sie kommen mit mir. Oh, halt! Hilfe! Hilfe! Warte, ich muss gerade überlegen, wo ich hier rauskomme. Du bist doch gerade gerannt, dann renn noch mal jetzt weiter. Die Treppen läuft sie so langsam runter. Wie soll ich jetzt hier raus, verdammt nochmal? Der reinste Irrgarten. Kann ich sie nicht einfach Huckepack nehmen und runterschmeißen? Tja, was hat das zu bedeuten? Fragst deinen bekloppten Verlobten. Er will dich ja ehelichen oder sowas. Oh mein Gott. Das ist nicht mal. Ich muss aufpassen, dass sie nicht abhaut. Alter. Was wollt ihr denn alle hier? Das gibt's doch nicht. Ihr kotzt mich so an. Da noch einer. Ihr haut mir mal auf. Was sollte das bitte? Hör auf, ihr habt doch eine blöde Kuh. Ja, das siehst du ja auch. Guck mal, da liegen die ganzen Polizisten. Dir wird Gott auch nicht helfen. Nichts tun, damit sie mich freilassen? Nein. Wo ist er? Ich will einfach nur eine Kutsche. Lassen Sie mich umgehend los! Quite odd. I wonder what that's about. Ach, geh mal da rein. Man halt die Klappe jetzt hier. Ganz genau. Ich habe kein Geld, wissen Sie? Sie werden furchtbar enttäuscht sein, wenn Sie Profit aus dieser Ja, ja, ich hab's wollen. Nötig mit Geld, weißt du? Komm schon! Warum machen Sie das? Langsamer! Warum soll ich was sagen? Schneller! Ich verlange umgehend eine Erklärung. Nö! Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie in Hand umdrehen schlagen. Ein lächerliches Paar? Ich will kein Paar mit dir sein. Langsam. Lady, komm raus. Also, was wir hier machen, ist eigentlich nicht gerade okay. Leute entführen. Hilfe! Das Weibsbild hat mich entführt. Was bist du denn? Du bist hier das Weibsbild. Gib sie frei, und zwar sofort. Ich werde sie retten, Madame. Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter. Was? Ich hau dir an Gard. Nimm das, du Schurke! Das ist aber alles sehr verdient. Hier kommt die Bestrafung. Ja, wie soll ich denn kämpfen hier?
nicht. Wie soll ich denn? Ich bin dir klar überlegen. Wie lange soll es jetzt gehen? Nimm das, du Schurke! Oh, das kann ja lange dauern hier. Autsch, autsch. Ich bin dir klar überlegen. Nimm das, du Schurke! Hier kommt die Bestrafung. Ja, es tut so weh. Ich bin dir klar Verdammt, überlegen. Bin ich K.O. Welch glücklicher Zufall, dass Sie hier Was waren. Was für ein Zufall! Nicht wahr? Und wenn du erlaubst, meine liebste Bella, werde ich vom heutigen Tage an stets an deiner Seite sein, um dich zu beschützen. Komm, meine Liebe, lass uns von diesem schrecklichen Ort verschwinden, dann werde ich dir alles erklären. Ich bin sicher, Mr. Dickens und Mr. Darwin würden gerne vom Glück ihres Freundes erfahren. Ja, würden sie. Aber bitte, lasst mich jetzt in Ruhe mit diesen blöden Kackaktionen. Meine Fresse, das war doch so bescheuert, wenn die Frau das wirklich jetzt nicht checkt. Dann verstehe ich auch nicht mehr weiter. Das ist so bescheuert einfach. So, wir quatschen jetzt noch mit die beiden. Und ich hoffe, es hat dann endlich ein Ende. Bitte. Er hat doch jetzt sein Glück und wir haben den beiden auch immer geholfen und alles gemacht, was sie wollten. Ich hoffe, sie haben jetzt nicht noch mehr Freunde, die wir abholen sollen. Wow, stopp. Zu weit, zu weit. So, wo sind die jetzt? Sind jetzt hier drin? Komm mal ab hier. Und Ende gut, alles gut. Unsere frisch Verliebten sind endlich zusammen und werden bald heiraten. Auch ich hoffe, einen Mann zu treffen, der seinen Tod vortäuscht und mich entführen lässt, um zu sehen, ob er mir trauen kann. Nun, so wie ich Sie kenne, würde er das nicht überleben. Ich muss sagen, ich finde das recht aufregend. Ich mag diese Art von Geschichten. Mir kommt das merkwürdig bekannt vor. Ich frage mich, warum. Trinken wir auf John Hammond und seine Art, einer Frau den Hof zu machen? In der Tat. Auf John Hammond, unseren gemeinsamen Freund. Aber nicht mein Freund. Ach, Mensch. Ist aber gut hier mit euch. Hoffe ich. Bitte. Bitte, lasst mich endlich in Ruhe. Bitte. Wenn nicht, ich hasse euch. So, sieht ja danach aus, dass die weg sind. Was ist denn eigentlich hier mit dem Karl-Marx-Typen? Oder ich... Nein, Moment. Ich mache die ganze Zeit immer so Nebensachen. Ich gehe erstmal zum Zug, nehme Geld. Und dann machen wir mal eine Hauptquest. Da sind ja noch ein paar. 3 Stück oder so waren da auf der Karte markiert. Können wir eine davon mal machen. Das Spiel ist ja fast zu Ende. Ach Mensch, ach Mensch. Also diese Mission war wirklich sehr verrückt. Mit Entführung und alles. Das muss aber nicht nochmal sein. Bitte. So, wir sind jetzt im Zug. Man, jetzt wird auf einmal mit diesem blöden Brief. Eine fantastische Idee, ehrlich. Bei Gelegenheit sehe ich mal, ob ich nicht einen schöneren Mann. Was? Was soll denn das jetzt heißen hier? So, müssen wir hier runter, bevor wir zu weit entfernt sind. Was soll denn das heißen? Haben wir einen scheiß Mantel oder was? Haben wir überhaupt einen Mantel? Sowas hat doch Jacob.
Bei Jacob passt das ja, er hat einen Scheißmantel. Ich hör doch immer Englisch zu quatschen, Mann. Ich habe auf Deutsch dieses Spiel gestellt. So. Oh, was ist denn da unten los? Okay. Ich mache jetzt aber hier erstmal wieder einen Cut. Dann sehen wir uns im nächsten Part und dann machen wir mal diese Hauptquest. Bis dann.